Hallo Freunde, Chris Natter von Swiss Chief HD hier und heute mit der 11. Folge von unserem Pack Road to Glory. Heute, wie ich schon im letzten Video angekündigt habe, werden wir ein paar Packs ziehen. Das Team der Woche sieht richtig geil aus, also meiner Meinung nach sieht es richtig geil aus. So ein Bale wäre absolut geil. Auch Dzeko 85, ich meine, da kann man nicht sagen, Jachiri mit 82. Welbeck mit 82, Guentrau wäre auch ganz geil, weil ich denke, das wird auch sicher ein geiler Spieler werden, weil man einen Dreifach-Link bekommt mit Ronaldo als Stürmer. Dann könnte man auch 3-5-2 und Ronaldo endlich auf Chemistry bringen. Dann Fellaini und Olic, ja, die sehen jetzt nicht so prickelnd aus. Genauso wie der Rechtsverteidiger Pekari. Der sieht auch nicht so gut aus. Aber dann wieder Boateng, 88 gerated. Der wäre natürlich auch ganz nice, wenn wir den ziehen würden. Fabian Schär. Ja. Ich weiß nicht, ob wir um den ein Team bauen könnten, aber da könnten wir ja mal schauen. Auch Pantilimon ist zwar nur ein Silbertorhüter, aber auch der sieht extrem geil aus. Auf der Bank haben wir noch Opara mit 87 Tempo. Ey, das ist einfach der beste Innenverteidiger meines Erachtens. Na egal, das war die Teamvorstellung zum Team of the Week. Gehen wir in die Packs rein. Wir öffnen zuerst all die Gratis-Packs, die wir bekommen haben für Foot 6 Jahre. Im ersten Pack haben wir nur Scheiße drin. Oh, Moreno haben wir bekommen. Leider hat er keine 5 Sterne mehr. So, mal schauen, was wir im zweiten Pack drin haben. Ich vermute mal, dass wir genau wieder gleiche Scheiße drin haben. Piqué, aber den haben wir schon. Ah, alter Mann, wieso ziehen wir Spiele, die wir schon mal haben? So, komm, Messi drauf, Messi drin. Oder Bale drin. Come on, Luis Gustavo. Ja. Ist nicht schlecht, aber ist halt auch nicht gut. Mal schauen, ob wir irgendetwas hinten bei den Duplikaten haben. Nee, dann haben wir noch Scheiße. Komm jetzt, ich spüre etwas Gutes. Klose. Jawohl, in Guentrau. Jawohl, Alter. Das ist doch mal ein geiles Spiel. Ich wollte eigentlich schauen, wie viel wert er ist. Jetzt habe ich ihn im Verein gespeichert. Ich gehe nachher kurz schauen, wie viel der wert ist. Ansonsten auch Coutinho, ein geiles Spiel. Santana, wusste ich gar nicht, dass er gewechselt hat zu Olympiakos. Genauso wie Eto'o, das wusste ich auch nicht, dass er gewechselt hat. Aber bei Everton hat er ja eh nichts gerissen, da hat er einfach einen guten Vertrag gehabt. Und Williams, den habe ich gar nicht gesehen, wieso speichere ich die Spiele im Verein? Wir gehen gleich kurz schauen, wie viel wert die eigentlich sind. Ich konnte ja gar keinen Preisvergleich machen, weil es ist ja ein untradebares Objekt, habe ich völlig vergessen. Aber Guentrau ist nur 15.750 Münzen wert. Okay, Williams ist gar nichts wert. Schade. Habe ich gedacht, er wäre was wert, weil er 4 Sterne Skills hat und mit IP einen Hyperlink hat. Aber es ist nur der Silbrige, der was wert war. Aber das war auch vor dem Price Range, also von daher. Gehen wir gleich ins nächste Pack hinein. Mal schauen, was wir in diesem Pack drin haben. Come on. Ich sehe nichts Gutes. Zwar Shahin Mabuba, den kenne ich gar nicht. Tarab mit 5 Sternen Skills. Den werde ich sicher irgendwo einbauen, weil 5 Sterne Skills, das ist einfach bombastisch. Ne, das finde ich jetzt wirklich geil, dass wir dann 5 Sterne Skill gezogen haben. So, komm, ich spüre wieder etwas Gutes. Dani mit 82, Fernandinho mit 82, Rakitic mit 83 und Torres mit 81. Ich glaube, da können wir mal ein Full Liga BBVA-Team bauen, weil wir haben ja jetzt auch Guentrau gezogen. Als linker Flügel könnte ich den spielen im 4-3-3. Mal schauen, was wir dort so machen können. Was mir gerade eingefallen ist, dass im letzten Team of the Week war eigentlich Fernandinho Team of the Week Spieler.
Ja, leider habe ich ihn jetzt eine Woche zu spät gezogen. In diesem Pack haben wir Schürrle, der auch nicht schlecht ist, und Coleman. Und Martinez, den wir aber schon haben. Ansonsten nicht das Gelbe vom Ei. Ich denke, in diesem Pack wird irgendetwas Geiles drin sein, weil 30 Objekte mit 18 seltenen Spieler oder Verbrauchsobjekte, je nachdem. Da muss irgendetwas Gutes drin sein. Wir öffnen es. Was ist drin? Come on. Da sehe ich nur Scheiße bis jetzt. Ja, Matic ist der einzig gute Spieler, hat ein 83er Rating, aber nicht gerade gut. Da habe ich wirklich mehr erwartet. So, wir machen ein paar 15k Packs auf. Im ersten haben wir Alaba drauf. Und wenn wir den drin haben, hätte ich eigentlich nichts dagegen. Koke, ja, das ist auch nicht schlecht. Mal schauen, ob sonst noch irgendwas drin ist. Nee, ansonsten ist es scheiße. Im nächsten 15k Pack ist Hazard drauf. Und drin haben wir Mavuba, schon wieder Mavuba. Und ansonsten nur Scheiße. Also die vorherigen Packs waren 10-mal geiler. So, jetzt haben wir Higuain auf dem 15k Pack. Und drin haben wir... Alter, dein Ernst! Ein 80er scheiß Non-Rare Player. Alter Mann, was ein scheiß Pack. So, jetzt Messi drauf. Messi drin, Ronaldo drin, Bale drin. Komm, bring mir was Geiles. Alter, was sind das für Scheißspieler? So viele seltene Spieler und alle mitum Scheiße. So, jetzt haben wir Griezmann drauf. Wir machen noch ein, zwei Packs auf, bis wir das Pack-Opening aufhören. Auch hier wieder nur Scheiße drin, Mann. So, jetzt haben wir Howard auf dem Pack. Komm, du musst uns ein bisschen Glück bringen. Wir haben so eine Scheiße bis jetzt gezogen. Und nur Scheiße ziehen wir. Ja gut, Son ist nicht so schlecht. Aber auch nicht wirklich gut. So, das wird unser zweitletztes 15k-Pack sein. Mal schauen, was wir drin haben. Ronaldinho! Yes! Alter, Ronaldinho, Mann, wie geil ist das denn? Den habe ich zwar schon im Verein, aber wir werden das wechseln, dass wir den richtigen Ronaldinho, den wir gepackt haben, in unserem Verein haben. Alter, wie geil ist das? 2 5-Sterne-Skiller, Mann. Yes, da werden wir geiles Hybrid-Skill-Team machen. Eigentlich will ich das Pack-Opening jetzt schon aufhören, weil ich meine, besser als Ronaldinho kann das Pack-Opening eigentlich nicht mehr werden, wenn man den besten 5-Sterne-Skiller sieht und die beste Legende, der beste wäre ja Ronaldo. Hier haben wir wieder nur Scheiße, aber spielt keine Rolle. Wir haben richtig geile Spiele gezogen, 2 5-Sterne-Skiller mit Ronaldinho und Adel Tarab und sogar noch ein Inform Guentrau. Ansonsten waren auch noch ganz gute Spieler mit dabei. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an der 11. Folge von unserer Pack Road to Glory. Ich bin raus, Leute, und ciao!